Nein, nein, statt Diebstahl sicherer Autos fordern die Konservativen lieber schärfer Strafen. Wir brauchen schärfer Strafen, die abschrecken, heißt es, wenn was Schlimmes passiert. Sie wissen, schärfer Strafen schrecken unglaublich ab. Die Amerikaner haben ja nur deshalb so friedliche Großstädte, weil die Todesstrafe alle abschreckt. Und wenn im friedlichen Amerika doch mal was Schlimmes passiert, was fordert dann der konservative Amerikaner? Ich habe die live auf CNN gesehen. Die fordern schärfer Strafen. Das ist schwierig nach der Todesstrafe. Aber so ist er, der Konservative. Er kann nicht denken, das sind Reflexe. Schärfer Strafen schrecken nicht ab, ich muss sie da enttäuschen. Gewalttäter können sie überhaupt nicht abschrecken. Ist weltweit untersucht. Jemand, der sie erschießen will, der überlegt nicht, für 8 Jahre mache ich es, für 16 Jahre mache ich es nicht. So sind die nicht drauf. Triebtäter können sie überhaupt nicht abschrecken, oder? Jedes Mal das Geschrei, was Schlimmes passiert ist. Es gibt diese Leute. Wie wollen sie das abschrecken? Frau Zypris, die Justizministerin, machte ein neues Sexualstrafrecht im letzten Jahr mit schärferen Strafen für Sexualtäter. Da kann man immer darüber diskutieren, über schärfere Strafen. Aber begründet hat sie es dann, der Bild-Zeitung zuliebe, mit der Abschreckung. Frau Zypris, ich dachte immer, blöder als Ulla Schmidt geht nicht. Aber eine sehr schöne Einzelleistung, das muss ich mal hören. Frau Zypris, Sie sind also die Frau, die Triebtäter abschrecken will. Nun haben Sie ja schon begriffen, dass Sie nicht überall sein können. Vielleicht denken Sie nochmal nach. Triebe. Ich weiß nicht, ob Sie welche haben. Aber man kann Triebe nicht abschrecken. Es sind nicht die Eier. Den anderen erklären wir es in der Pause. Das Einzige, was Sie mit einer scharfen Strafe sicherstellen können, Sie können sicherstellen, dass derselbe Täter dieselbe Tat nie wieder begeht. Sie können einen Menschen für immer einsperren. Sicherheitsverwahrung nennt man das. Das Gesetz gibt es seit vielen, vielen Jahren. Das können Sie auch nicht mehr verschärfen. Denn länger als immer kennen nicht mal die Katholiken. Ob Sie jemanden für 2 oder für 3 oder für 4 Jahre einsperren, das ist doch keine Abschreckung. Das ist Rache. Man will sich doch rächen. Seien wir doch ehrlich. Wenn ein Kind missbraucht worden ist, wenn eine Frau vergewaltigt worden ist, dann will man sich rächen. Aber da bitte offen und ehrlich, da hören Sie mit der pädagogischen Getue auf. Kommen Sie nicht mehr besser im Knast und vergessen Sie endlich die Abschreckung. Wenn Sie sich rächen wollen, sagen Sie es doch. Wir haben Demokratie, wir haben Meinungsfreiheit. Hier muss man nicht mal nachdenken, bevor man etwas sagt. Wie scharf hätten Sie die Strafen gern? Erste Mal beim Klauen erwischt, linke Hand ab. Nochmal beim Klauen erwischt, die nächste Hand ab. Danach wäre der höchstens noch zum Mundraub fähig. Wer einen anderen Menschen in besoffenem Zustand tötet, egal ob mit einem stehenden Messer oder einem fahrenden Auto, Teeren und Federn auf der Stelle. Und alle Politiker, die beim Lügen erwischt werden, öffentlich auspeitschen. So ein kleiner Pranger auf dem Marktplatz, das wäre was gegen Politik von Rosneid, oder? Und alle Steuerhinterzieher vierteilen. Oh, die Begeisterung lässt nach hier vorne. Oder sind jetzt die Essen mehrfach betroffen? Ich weiß ja nicht. Wenn schon, denn schon. Bei solchen Gelegenheiten könnten wir die gewaltbereiten Jugendlichen auch mal sinnvoll einsetzen. Alle einsperren ist doch viel zu teuer. Das sagt sie auch immer so. Alle einsperren, die müssen wir alle einsperren. Wissen Sie, was das kostet?